Ein freundliches Guten Tag und Hallo, ich begrüße dich alle herzlich zur zweiten Folge von XCOM von meiner Singleplayer-Kampagne. Ich habe jetzt nur kurz mir was zu essen gemacht und beziehungsweise habe jetzt kurz was gegessen, mache jetzt weiter. Na, aber die Animation ist ja eigentlich auch ganz hübsch, ne? Okay, ich glaube, der ist da was am Essen eigentlich. Da fehlt nur das Essen vor seiner Nase. Oder er isst Luft, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja. Auf zur Einsatzleitung, jetzt nach Aktivitäten scannen. Abfangjäger starten. Ja, schicken wir mal den ersten Jäger los. Und auf geht's. Feuer. Puh, also das. Der ist ja fast draufgegangen. Abfangjäger hat also wohl abgeschlossen. Blablabla. Schwer beschädigt, ja. Zentrale, hier ist Voodoo 37. Bestätige Abschuss von Boogie 001. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Verstanden, Voodoo 37. Gute Arbeit. Central Out. Also gut, Leute. Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir ein Bild der Absturzstelle. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern. Es ist unbeschädigt. Commander, wir sollten sofort ein Angriffsteam zur Absturzstelle schicken. Es ist unbeschädigt. Oh mein Gott, es ist gelandet. Sky Ranger losschicken. So, wir haben zwei Schwere, die wir auf jeden Fall nicht so in dieser Form brauchen. Wir wollen ja diesen Amerikaner dabei haben, den haben wir eine Nanoweste verpasst, in der Hoffnung, dass der ein normaler Infanterist wird. Ich bin auch gerade Scharfschütze wird. Ich bin gerade überlegen, die Unterstützung, ja, mache ich auch, den Unterstützungshampel raustun. Dafür nehme ich Jung Deng. Jung Deng? Nee, nicht Jung Deng. Wen nehme ich dafür mit? Ja, nehmen wir Fiona mit. Haben wir Powerfrauen dabei, die bearbeiten wir mal. Zweideutigkeit war gerade unabsichtlich. Gut, hat keine Panzerung gerade. Das bedeutet, ich muss das nochmal kurz entfernen. Den mitnehmen, bearbeiten. Hatte ich dem das nicht gegeben? Okay. Ach, er hat die. Ah, na, ist okay. Entfernen, dann tun wir halt die Fiona rein. Und starten den Einsatz. Und bergen mal das gegnerische Raumschiff. Bereit machen zur Landung. Achtung, für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. So. Man muss dazu sagen, im Tutorial habe ich auch so ein UFO geborgen. Ich vermute gerade fast, dass das dieselbe Karte ist. Nein, ist es nicht. So. Jedenfalls im Tutorial war auf der rechten und linken Seite ein Gegner, aber irgendwie. Ich glaube, ich muss hier nach links laufen. Oder? Wenn hier die Grenzen sind, ja, muss ich nach links laufen. Alles klar. Du spurtest dann nach da. Dich bringe ich nach hier.
Und den anderen werden wir wahrscheinlich hier auch oben positionieren, oder? Hier hinter? Da? Ach, das reicht hier vorne. Ja, komm, Aliens. Ihr seid eh nicht da, also was wollt ihr da für Aktivitäten durchführen? Ab nach da oben. Ach, ich vermisse meinen Scharfschützen jetzt schon. Hier haben wir, genau. Weit nach vorne laufen. Da sehen wir das Raumschiff. Und wir geben uns jetzt mal komplett erstmal in Position, bevor wir großartig andere Aktionen durchführen. Versuchen auch die hinteren Leute, obwohl passt eigentlich, wir sind gut aufgestellt. Wir haben eine schön erhöhte Position. Jetzt ist die Sache, was hier oben ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Den lasse ich erstmal noch da. Den schicke ich erstmal nach vorne. Jetzt gehe ich mal von aus. Nein, ich sehe keinen Gegner. Also wenn ich jetzt keinen Gegner schon sehe, dann könnte ich mich auch noch darstellen. Ja. Du deckst die Seite hier ab. Unsere Messwerte können nicht stimmen. Andernfalls ist das eine Lebensform aus fast reiner Energie. Na, ja, der schießt natürlich jetzt auf den hier. Aber dadurch, dass wir jetzt hier die Panzerung hatten, habt ihr gesehen, hat er sehr wenig Schaden erlitten. So, hier können wir weiter vorrücken. Gehen wir mal nach da. Du, mein Freund, dich nehme ich noch nicht. Oder? Also, es sind keine Ziele verfügbar. Es sind keine Ziele verfügbar. Wenn ich mich jetzt hier positioniere. Jetzt habe ich hier ein Problem. Also den kann ich jetzt auf jeden Fall nicht dastehen. Okay. Gut, jedenfalls unsere Leute kann ich, mein Landmann kann ich jetzt hier nicht stehen lassen, um auf den hier zu schießen. Weil das ist einfach zu gefährlich, dass er dann nachher von denen hier vernichtet wird. Er hier kann ich auch nach hier bringen und danach auf den Kerl schießen. Das funktioniert ja wunderbar. 51%. Natürlich daneben. Was sonst? Hier. Oh, sputen wir mal nach da. Ja, sind die Nächsten. Genau. Und ich bin jetzt wieder so in einer geilen Position, wo die mich wieder abknallen können. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Er geht jetzt mir in die Flanke hier. Das ist auch sehr böse, dass ich jetzt gegen 5 Aliens auf einmal kämpfen muss. Gut, den kann ich zusammen mit dem vernichten. Und jetzt haben wir ein bisschen was vom Raumschiff zerstört. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, das sind einfach nur Kleinteile. Niedergehalten. Jetzt weiß ich nicht, was das jetzt bewirkt. Das hatte ich noch nie als Fähigkeit auf mich draufgesetzt. Wahrscheinlich ist der... Die Einheit dann schwächer.
Ah, nee, der schießt die ganze Zeit. Okay. Bam. Eventuell, wenn ich den jetzt hier auch gleich weghole, ist dieses Niedergehalten auch weg. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Das ist im Weg. Egal. So, wusste ich's doch. Dann ist das hier weg. Wir können mal nach hier gehen. Ich muss jetzt hoffen, dass die einfach die Aliens da nichts kaputt machen. 60. Oh. Nehmen wir das Alien. Haben wir die höchsten Trefferchancen. Bäm. Du gehst nach hier und zielst jetzt nicht auf den. Du hast zwar hier nur eine höhere Trefferchance, aber der ist mir lieber. Ging leider daneben. Weil hätte ich den getroffen, wären die beiden ausgeschaltet gewesen. Oh, das ist jetzt böse. Der ist jetzt sehr viel stärker. Und so nah an der Front ist das nicht gut für mich. Oder er ist auch nicht viel stärker. Ich würde am liebsten jetzt hier eine Granate hinwerfen. Aber das war nicht jetzt die Körper und hier Bauteile und das will ich ja nicht. Wir wollen ja etwas bergen können. Kann ich schießen? Ja, ich kann schießen. Okay, dann machen wir den noch nicht, den noch nicht. Den hier. Weil ich will jetzt unbedingt versuchen, den hier umzubringen. Nein, Tab. Du bist wichtiger. Jetzt ist die Verbindung wieder weg und er verreckt. Wunderbar. Du warst doch, glaube ich. Yes! Jetzt haben wir wieder einen Scharfschützen dabei. Was bist du? Du kannst Corporal werden. Was kannst du haben? Du bist ein Sturmsoldat. Gut. Du hast bringt Verteidigung pro Gegner in Sichtweite. Okay. Gibt eine um 10% bessere Chance auf kritische Treffer. Gegner pro Sicht maximal 30. Also entweder mache ich mehr Schaden oder ich habe eine höhere Verteidigung. Aber die Verteidigung ist mir, glaube ich, in dem Sinne wichtiger, weil ich keinen Bock habe, dass die dauernd verrecken. Okay, du bist eine Unterstützungseinheit. Wir haben also Forschung, Schadenausrüstung, Energie. Wow. Alien-Legierungen haben wir viele. Alderium, Waffenfragmente, UFO-Energiequelle. Oh, wunderbar. Okay, die Forschung dauert noch was. UFO-Energiequelle. Okay, wir haben, das wäre langsam die Dingens. Also, das sind alles Sachen, die sich nicht lohnen für mich zu tacken, da ich nicht genug Forschung habe. Da muss man ja auch mal immer denken. So, ich habe jetzt ja auch gemerkt. Ah, ich brauche unbedingt die Ingenieure noch. Das ist doch. Urgh. Genau, jetzt machen wir aber in der Zeit, bauen wir schon mal hier was aus. Heben das hier aus. Um nachher eventuell noch ein, zwei Bauten anbauen zu können. Ohne Probleme. Offizierschule kann ich noch nicht verwenden. Schwarzmarkt nicht. Boah. Bedeutet, wir haben nichts mehr zu tun.
Okay. Priorität. Ich hatte erwartet, dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, Commander. Okay. Warte, hat Satellitenaktivität verfügbar? Was bedeutet das? Ach so, ja, ist okay. Wir haben den Satelliten jetzt da einfach nur gestartet. Sie wollen damit sagen, dass wir das Leben unserer Truppen riskieren sollen, um eines dieser Tiere Leben zu fangen? Ja. Ich fürchte, ohne ein lebendes Exemplar sind ich und mein Team am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Und wie sollen wir das Ihrer Meinung nach machen, Doktor? Die soeben abgeschlossene Autopsie hat ergeben, dass die Physiologie der Aliens der unseren recht ähnlich ist. Ein hochkonzentrierter Stromstoß aus nächster Nähe müsste neuromuskuläre Lähmungen auslösen, da die... Aus nächster Nähe? Und wenn das nicht funktioniert, ist es das Risiko wirklich wert? Ja. Wir kennen unseren Feind nicht. Wie sollen wir etwas aufhalten, das wir nicht einmal verstehen? Wenn wir eine dieser Kreaturen lebendig erwischen, könnten wir mit ihr in Kontakt treten. Und sie befragen. Herausfinden, was sie wollen. Von wo aus sie operieren. Ja, diese Aussichten rechtfertigen meiner Meinung nach alle Risiken. Ich kann eine sichere Einrichtung für die Unterbringung des Gefangenen bauen, aber ich habe keinen Schimmer, wie wir mit ihm kommunizieren sollen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Also gut, ich spreche mit dem Commander. So, neues Forschungsprojekt. Fange einen lebendigen Alien. Ja, mache ich garantiert erstmal noch nicht. Puls. Ja, den nehmen wir mal mit. Einrichtung bauen. Ja, das ist das hier, was ich sagte, mit der Alien-Sicherheitstrakt. Das können wir auf jeden Fall erstmal in Auftrag geben. Jetzt haben wir nur noch 112 Kredits. Und müssen auf den nächsten Einsatz warten. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rat. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. Also Panik verringern, zwei Ingenieure. Boah. Uns fehlt ein Sturmmitglied, genau. So, dann nehmen wir einen neuen mit. Unterstützung haben wir ja schon einen. Warte, wir haben einen Soldaten. Was war? Moment. Du bist Unterstützung. Du bist Unterstützung. Also vom Rang her seid ihr gleich. Gut. Nanofaser. Schwer und der Scharfschütze, ja, ist auf jeden Fall okay. Bearbeiten habe ich davon noch ein paar neue gekauft von den Nano-Rüstungen. Genau. Na, hat der Unterstützer die Splittergranaten? Ja, das klingt doch gut. Obwohl ich eventuell dem anderen lieber die geben sollte. Also dem No-Name. Also beziehungsweise nicht No-Name, aber ohne Beförderung. Entschuldigung, Leute. Thomas Hutch, ein Freund des Rates, befand sich in der Limousine am Fuß dieser Treppe, als die Aliens sie angegriffen haben. Sie müssen Mr. Hutch finden, ihn aus seiner Notlage befreien und ihn sicher zum Sky Ranger schaffen. Neues Ziel erhalten. Ah ja. Na dann. Da habe ich keinen Schutz. Dann gehe ich lieber nach da. Ja, dann würde ich mal sagen, rücken wir erstmal jetzt hier so parallel vor. Und gucken dann mal, wie es aussieht. Nach da komme ich jetzt aber nicht. Aber ich glaube nicht, dass da was passiert. Dieses Alien sieht uns Menschen sehr Fuck. Ähnlich. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infrarot.
Das war wieder so klar. Ich habe halt wieder gedacht, na, no, passiert nichts. Und was ist? Arschlecke. Wir gucken jetzt erstmal durch. Ach, das ist eh nur der Noob. Der Schuss ging daneben. Der geht in Deckung. Okay, kann nicht auf den schießen. Kannst du? Nein, du kannst auch nicht schießen. Warum sollst du nicht schießen können? Hey, wir könnten mit diesen Dingern etwas Hilfe gebrauchen. Oh, genau auf der anderen Seite. Ja, jetzt habe ich mich ja so dämlich positioniert. Ab nach da. Und dass ich jetzt hier nichts getroffen habe, das war doppelt blöd. Ja, dass der beschossen wird, ist auch... Oh! Auch interessant. Gut, ab nach vorne. Du hast jetzt ein Ziel. Kritischer Treffer. Du bist ein Raketenwerfer. Dich bringe ich erstmal kurz nach unten. Tolle Leibwache, würde ich sagen. Also, top. So eine Leibwache würde ich mir auch wünschen. X-Ray ausgeschaltet. Anvisieren, feuern. Daneben. Ist doch nicht wahr, jetzt knall ich auch noch daneben. Der Scharfschütze ist getroffen. Also ich will den Scharfschützen ja skillen. Darum werde ich mal. Bam. Gut, er sagte, Richtung Lieferwagen wäre der Kerl runtergelaufen. Dann spring mal hinterher. Feinde gesichtet. Hallo? Wer ist da draußen? Ich bin hier hinten. Im Lieferwagen. Ab nach da. Der sollte hinter... Meiner sollte hinter diesem Lieferwagen auch ein bisschen Sicherheit sein. Ab nach da positionieren. Und feuer auch mal. Ah. Daneben. Verzeihung, ich bin hier hinten beim Lieferwagen. Das ist mir klar, das habe ich schon mitbekommen. Ziel. So. Sie sind Menschen. Gott sei Dank. Bringen Sie mich um Himmels Willen hier raus. Commander, wir sollten die VIP schnellstmöglich zum Skyranger bringen. Das habe ich mittlerweile ja auch verstanden. Weiter geht's. Das ist doch schon mal von Vorteil.
wenn wir halt ein Ratmitglied haben, das wir gerettet haben, was ein gutes Wort für uns einlegt. So. Der hier deckt jetzt erstmal auch noch den Rückzug. Die Jungs wollen hier stehen bleiben. Sollen sie tun, wenn sie Bock drauf haben. Nicht drehen. Beenden. Einfach von oben runterhüpfen. Schlecht. Okay, das will ich jetzt eigentlich ja nicht tun, aber vielleicht sollte sich mein Sicherheitsdienst mit der gleichen Ausrüstung ausstatten lassen wie Sie. Na, ist egal so. Hat jetzt funktioniert. Der hier guckt weiter auf die Sicherheit. Dann der nächste. Na, die Sache ist jetzt die, wenn ich jetzt hier langlaufe und der nachher auf mich schießt, der hat nur noch 3 HP. Ist nicht mehr viel. Ich hoffe, dass die Mission ich die auch beenden kann, ohne dass ich den da rausziehen muss. Keine Ziele verfügbar, ja dann. Ach Quatsch, nächste Runde. Ach, da kommt der. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Er läuft mit. Er gibt ein bisschen Geleitschutz. Auch wenn ich den eigentlich zuerst hätte vorlaufen lassen müssen. Du hast keine Ziele. Boah, dann wartest du trotzdem mal da. Uah! Schöne Scheiße. Ja gut, war nur ein Rekrut, aber das sind Verluste, die nicht sein müssen. Daneben. Verrecke, Arschloch. Wunderbar, 6 Aliens getötet, aber einen Mann verloren. Um eine Runde, verdammte Kacke. Dann hätte ich den Mann nicht verloren. So, jetzt habe ich einen Corporal. Kann sich weiter bewegen, kann Reflexschuss was nehmen. Der Reflexschuss ist besser. Dann, was habe ich bei... das ist der schwere. Wenn du als erstes dein Primär. Bedeutet, ich kann schießen und dann weglaufen. Boah, das ist ja mal scheiße. Beide Fähigkeiten sind tierisch geil. Wenn ich einen Gegner niederhalte, das was mir bei mir eben passiert wurde, oder passiert ist, dann haben die Nächsten, die darauf schießen, auch einen Boni, aber in der Regel, wenn ich einmal treffe, dann sind die eh tot. Ah, mach ich lieber Kugelhagel. Genau. Und du, Corporal, Truppsicht, genau. Neue Forschung, Dynamo, bla bla bla. Werkstatt stellt 5 Minuten für Erstattung der Ressourcen beim Bau von Fortbewegungsmitteln, Gebäuden oder Gießprojekten. Naja. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, behalten Sie mich mal im Auge.
Forschung geht noch ein bisschen weiter voran. Wir haben jetzt ein bisschen... wir haben jetzt 6... Oh, warte, 6 Wissenschaftler. Hm. Kann ich schneller taggen. Ich will ja trotzdem das hier haben. Erdwärme. Erdwärme erzeugt 20 Strom, müssen aber über Dampfspalten errichtet werden. Okay, über Dampfspalten. Das wäre ja theoretisch hier... Ist ja kein Problem. Legierung, Illimerium, Credits. Boah, wir brauchen eigentlich nichts. Ich könnte aber frische Rekruten anmustern. Dass wir 15 haben, geben wir mal 50 für aus. Weil uns sind ja schon ein, zwei Soldaten gestorben. Und irgendwann gehen uns hier die wegen den Verwundeten und etc. die Leute aus. Neue Soldaten, Alien sich jetzt. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was wir machen sollten. Neues Forschungsprojekt. Plusbogen ist verfügbar. Experimentelle Kriegsführung. Autopsie. Ja, die Autopsie geht schneller. Das ist dann... Ja, das ist besser. Die Autopsie der von Ihnen sichergestellten Aliens erbrachte einige interessante Ergebnisse. Plätsch. Das Forschungsteam bezeichnet diese Variation als Sektoid. Der Grund dafür ist der ungewöhnliche Aufbau seiner Organe, die wir für das Ergebnis einer Genmanipulation halten. Wie schon an der Front beobachtet, verfügt auch diese Spezies über so etwas wie telepathische Kräfte. Yum, 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 yum. Ereignis. Achso. Juhu, wir haben den Sicherheitstrakt jetzt aktiviert. Das hier ist ausgehoben. Wir könnten... Sturm müssen aber über... Oh. Das ist doch da drüber. Ich weiß jetzt nicht... Moment. Ob ich das jetzt hier so runterziehen muss, einen Aufzug, um dann da später zu bauen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Egal, machen wir ein andermal. Wir brauchen ja noch keine Energie, wir haben ja noch genug Energie. Gegenstände kaufen. Das Zielmodul hätte ich gern eins. Ich hätte gerne einen Plusbogen. Denn, wenn wir jetzt mal gucken... Soldaten, Plusbogen, ah nicht den Plusbogen, den, das Zielfernrohr brauche ich für den hier. Bewaffnung, anstatt die Nanoweste, die natürlich sehr gut ist eigentlich für den Scharfschützen, weil ich ihn eigentlich absolut nicht verlieren will, gebe ich ihm trotzdem Scope, weil hier im Vergleich dazu, wenn man das jetzt mal sieht, 10 Zielsicherheit einfach total pervers ist und geil für den Scharfschützen. Der macht ja nicht wenig Schaden damit. Und wenn er dann fast jedes Mal trifft, ist doch schon geil, ne? Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlob. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Neuer Rekrut, Scharfschütze, Sergeant. Die sind ein bisschen in Panik in Großbritannien. Krieg aber nur ein paar Ingenieure. Aber die Ingenieure brauche ich auch. Die kann ich mir eigentlich selber heranzüchten, die Sergeants. Aber obwohl das auch eigentlich ein sehr guter Deal wäre. Ingenieure. Schwierigkeitseinsatzmäßig.
Wissenschaftler wären ja genauso nicht schlecht. Tokio. Also das ist jetzt echt schwer. Ich glaube, ich mache das aber hier mit den Ingenieuren, um halt noch mehr Satelliten zu bekommen, die mir halt mehr Geld im Monat bringen. Und da dieser hier schon ein bisschen Panik hat. Auch wenn die Schwierigkeit mäßig ist, das halt nicht so toll ist. Aber wir wollen uns ja nicht abschrecken lassen. Dann setzen wir am besten unsere besten Einheiten ein. Weil sonst hätte ich jetzt noch einen Noob mitgenommen, einen Rekruten, um eventuell ein Alien zu fangen, aber nicht bei mäßiger Schwierigkeit. Bisschen sehr stürmig, würde ich behaupten, wie es hier ist. Gut, dann rücken wir mal ein ganzes Stückchen weiter vor. Gucken uns das Gebiet mal an und... Ja. Mehr nicht. Der hier, der kommt dahin. Und du... Was bist du? Achso. Sturm und Schuss, ja, weißt du was, du positionierst dich jetzt einfach mal dahin. Wieso kommen jetzt Alien auf mich zu? Das habe ich bisher noch gar nicht erlebt. Das Auto brennt, ich meine, die können auch explodieren. Habe ich mal so mitbekommen. Ja, dann schieß auch mal zurück. Du bist eine schwere Einheit. Du gehst mal nach da. Du bist der Scharfschütze. Ja, das ist jetzt doof gemacht hier, die Karte, dass die da endet. Ja, gehen wir jetzt erstmal nach da. Sollte natürlich das Ziel auf jeden Fall... Ach nee, ich kann ja gar nicht mehr schießen. Ah, das vergesse ich jedes Mal mit den Dingens hier. So, du auch ab nach vorne. Nur 2 Schaden. Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Hm? Warum explodiert der denn? So, ab nach vorne. Deswegen zieht er sich zurück, um auf Verstärkung zu warten. Die sehen auch wie so kleine nackte Affen aus. Kein Ziel. Okay, ich kann auf dich schießen. Wunderbar. Jetzt kann ich da rein. Du kannst erstmal nach da und auf den feuern. Sie treten den Rückzug an.
Schon wieder den Rückzug. Da sind zwei auch noch hinter. Oder was? Also sind das insgesamt drei. Viel Schaden. Das ist ja nicht mal gekrittet. Dann setzen wir unseren Scharfschützen wieder ein. Na, ich weiß, ist vorbei. Ja, okay, Scharfschütze, der kann nicht. Der schießt aber jetzt auf den gerade durch. Zack, daneben. Nicht gut. Der kann auch nur auf den schießen. Okay, was heißt nur, ne? Irgendwann. Verrecken die alle mal. So. Du gehst dann da in Deckung. Schießt aber auf den. Gibt's doch nicht. Selbe Aktion wieder von denen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding jetzt bei mir in die Luft fliegt. Die Panzerung macht das jetzt das nicht aus. Ah, es fliegt in die Luft. Weil ich ja drauf geschossen habe. Das ist doch geil. So, du gehst nach da erstmal. Du Scharfschütze rückst erst überhaupt erstmal vor. Dahinter muss ja noch einer sein. Du rückst auch noch wieder ein Stückchen vor. Du hier auch? Dann Zug beenden. Ja, das ist jetzt natürlich blöd wieder. Wieso schießt er nicht auf den? Oh, Waffe leer geschossen. Nicht gut. Du kannst aber auf den schießen. Bam. Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Operation. Na gut, dann habe ich schon mal alle abgeknallt. Den größten Teil hat der Scharfschütze gemacht und ich hoffe, der wird jetzt Sergeant. Ich würde gern echt mal wissen, was der dann noch für Fähigkeiten bekommt. Und er wird kein Sergeant. Schade. Panik breitet sich aus, Panik breitet sich aus, hat sich um eins abgeschwächt. Anzeigen, mein Scharfschütze ist auf jeden Fall noch guten Mutes. Fähigkeiten des Corporal. Wie sieht denn das? Wie kann ich einen Sergeant bekommen? Eventuell hätte ich es doch machen sollen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Oh, 11 Techniker. Gut, ausbauen. Zack. Ja, hier. Satellitenkontrollzentrum. Boah, Energie haben wir jetzt halt fast gar nicht mehr. 2 Energie. Naja. Da bauen wir jetzt... Ah, nee, komm. Der bringt uns noch nichts.
Ah, warten einfach auf Geld, dann baue ich da das Dingens Dingens hin. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, ach, stimmt, das hat ja zwischendurch gebimmelt mal. Das war jetzt eine extra lange Folge für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Oder halt, ne? Eventuell in einem anderen Spiel, je nachdem. Bis dann. Ach genau, bevor ich das sage, bevor ich jetzt doch noch aufhöre, ich will mal langsam meine Wertung zu diesem Spiel geben. Ich bin so hin und her gerissen, ob ich mir dieses Spiel kaufen werde, denn das Spiel macht ja wirklich Spaß. Da sind ein paar. Okay. Da sind diese Zusatzgebäude drin. Naja, gut. Das Spiel ist wirklich gut für die Leute, die halt rundenbasiertes Strategiespiel mögen, die zum Beispiel wie Civi. Ich hatte damals Omerta auch gespielt, es war ja nicht schlecht, nur Omerta ist mit der Zeit ein bisschen immer dasselbe gewesen, immer das gleiche. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier später wird, weil man hat ja hier auch Forschung und so weiter. Man kann ja auch verschiedene Einheiten sich weiter erhöhen. Und so. Kommt man ein bisschen da auch? Ich weiß es nicht. Also der Langzeitfaktor kann natürlich sehr gut bestehen, ich weiß es nur nicht. Der Mehrspielermodus, wie ich gesehen habe, können wir aber jetzt mal kurz reingucken. Moment. Ich speichere mal kurz. Ja, übernehmen. Hauptmenü. Mehrspieler Benutzer definiert. Ihr könnt nur sozusagen die Schlachten selber spielen. Nehmen wir jetzt mal Polizeiwache als Beispiel. Ihr könnt euch halt hier so einzelne Einheiten bauen. Moment, gehen wir mal hier hin. Hier der Typ, könnt ihr nehmen, ihr könnt auch Sektoiden, könnt auch diese Aliens spielen, um halt zu kämpfen. Oder nehmt ihr Menschen, könnt ihr auch eine Mischung daraus machen, ist auch egal. Und dann spielt ihr sozusagen so gegeneinander. Das ist kein Koop oder so, was sehr toll gewesen wäre, meiner Meinung. Dass man eventuell die Erde zu zweit verteidigt und wer mehr Punkte oder mehr Aliens tötet oder wie auch immer, dass es sowas geben würde. Gibt es leider nicht. Aber sonst ist das Spiel, finde ich, sehr gut. Oh, ein Sektoid. Ja, ich hoffe, es hat euch jetzt jedenfalls gefallen und schreibt in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Spiel ist. Ob ihr meint, das werdet ihr euch auf jeden Fall holen. Ich, wie gesagt, weiß es noch nicht. Ich bin noch so total unentschlossen, ob ich mir eventuell vielleicht auch mal beim Angebot oder sowas das Spiel hole. Ich gucke gleich mal rein, auch was es kostet. Ich weiß es gerade leider nicht auswendig. Ja. Jetzt endgültig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.